wohin immer der Feind vordringt. Es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Russisch zu lernen, ich habe mal als Schüler 3 Jahre Russisch gehabt, aber das ist 30 Jahre her und da ist wenig hängen geblieben. Und ja, dann ging es darum, einfach mal Russisch zu lernen ein paar Wochen und das habe ich dann auch gemacht. Und ja, die Schwierigkeit war für mich immer die Frage, was ist der Punkt im Kopf, dass in so aussichtsloser Lage noch verhandelt wird mit den Russen, ob die vielleicht gegen die Amerikaner zusammengehen, obwohl Himmler schon Kapitulationsangebote an die Amerikaner gemacht hat, ja alles vollkommen am Ende war und kein Stein mehr auf dem anderen war und eigentlich nur noch Kinder Berlin verteidigt haben. Wie er dazu kommt, dann das dann auch noch zu machen, das war also so ein Knackpunkt und es war diese bedingungslose Führergläubigkeit. Herr Naumann, bitte, Herr Minister. Es wird noch gesprochen. Ich verbinde. Herr Rhein? Ich wusste, dass Sie kommen würden. Sie können nicht zu denen, die den Führer im Stich lassen. Ich bin nur da, um mich vom Führer zu verabschieden, Fräulein Braun. Ich muss noch heute Nacht zurück nach Hamburg. Aber natürlich müssen Sie gehen. Setzen Sie sich. Sehen Sie, ich habe einige von den Möbeln, die Sie für mich entworfen haben, mitgebracht. Ich konnte mich einfach nicht von Ihnen trennen. Aber bitte schön, nehmen Sie sich doch. Sie haben bestimmt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das stimmt allerdings. Danke. Es ist so wichtig, dass Sie gekommen sind. Das beweist ihm, dass Sie auf seiner Seite stehen. Hat er denn daran gezweifelt? In letzter Zeit hat er schon manchmal dran gedacht, ob Sie vielleicht auch gegen ihn sind. Aber ich habe ihm immer gesagt, dass Sie kommen würden. Und jetzt sind Sie ja da. Ich glaube, es hat ihm gefallen, dass Sie ihm geraten haben, in Berlin zu bleiben. Ich glaube auch, dass es richtig ist. Wissen Sie, es ist vielleicht verrückt, aber ich bin wirklich glücklich, dass ich hier sein darf. Und ich habe auch gar keine Angst. Mein Führer. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Es ist unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Feiglinge! Verreiter, Versager! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bitte. Du kannst den Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte fliehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es kein Erbarmen.
Er wird vor ein Standgericht gestellt und erschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Ma noi fascisti non viviamo sul passato. Noi siamo tesi verso l'avvenire e sentiamo come una creazione della nostra volontà tesa nello spasimo della vittoria, che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio ed Augusto.